Ja, wir sind in München im Cocoon Hotel. Hier findet heute das Salon-Festival statt. Das ist für Stila Taxi, für die ich unterwegs bin, der letzte Gig. Und es ist der fünfte aus einer sehr kuriosen Reihe. Wir haben schon in Kochschulen gespielt. Wir haben in einem Küchenstudio gespielt. Wir haben gestern im Museum König in Bonn gespielt, was, glaube ich, die kurioseste Location war, in der ich je irgendwie eine Band gemischt habe. Wir saßen in der Savanne, umgeben von Löwen, Tigern, Elefanten und jeder Menge Sand. Und ja, heute sind wir bei den Alpen, nahe München, im Cocoon Hotel. Es ist jeden Abend anders, und zwar komplett anders. Wir sind heute sehr klein. Es ist auch tatsächlich der kleinste Gig. Wir erwarten 60 bis 80 Zuschauer heute. Gestern das Museum König war ein gigantisches, ehemaliges, ich glaube, Gewächshaus. Das ist so eine Kuppeldecke, deutlich größer, mit Publikum auf den Rängen. Dann haben wir zum Beispiel auch in Hamburg gespielt, in der Hafen City. Das war so die mittlere Größenordnung. Das Interessante ist, für jeden Abend ein Bestandungskonzept zu finden, das man mit einem System möglichst erschlagen kann. Wir sind ein bisschen beschränkt, was Transportkapazitäten angeht. Wir sind nur mit einem Sprinter unterwegs. Da muss alles rein, auch die Backline. Also großartige Systeme, unterschiedliche Zusammenstellungen war einfach nie drin. Wir waren auf der Suche nach irgendetwas, was, also one size fits all, ist, glaube ich, das Zauberwort dieser Tour. Es ändert sich natürlich auch am Sound einiges. In so kleinen Locations wie hier ist sehr viel Akustikanteil, sehr vieles kommt direkt aus dem Raum, gerade Flo's Schlagzeug. Gestern im Museum König zum Beispiel war von der Backline gar nichts im Raum. Das war also dann wirklich, da ging alles über die PA. Also es ist spannend. Die Budgetfrage stellt sich so nicht, denn das Equipment, das hier unterwegs ist, gehört der Band oder gehört mir. Das heißt, wir reisen komplett mit Vollproduktion, wie man so schön sagt. Wir haben normalerweise auch jede Menge Lampen dabei. Die haben wir heute, auf die verzichten wir heute, einfach weil die Location viel zu klein, viel zu intim ist. Wir haben zum Beispiel von der Firma GLP auch den X1 dabei. Nur das würde in der Größenordnung die Location erschlagen. Deswegen sind wir heute nur mit Glühlicht unterwegs, ausschließlich Glühlicht. Im Vorfeld hat der Rüdiger Borchardt mich bei der Programmierung unterstützt. Wir haben also auf einer Campsys eine Show vorbereitet, die ich dann nur Abend für Abend an die Größenordnungen angepasst habe. So ein bisschen Radien bei den Bewegungen irgendwie auf die Location abgestimmt. Die Konsole stünde dann neben mir, neben der Tonkonsole. Wir haben da also Chases oder Szenen für jedes Stück und ich feuer die dann einfach ab. Wir sind mit der GLD unterwegs, Konsole, die ich sehr schätze, weil sie auf einem sehr kompakten Maß sehr viele Möglichkeiten bringt. Und ein weiteres Kuriosum dieser Tour, wir sind akustisch unterwegs auf dieser Tour, haben aber deutlich mehr Inputs, als wir bei dem elektrischen Programm hätten. Also durchgezählt sind es 22 Inputs, die ich komplett doppelt auflege. So wie man das früher gemacht hat mit dem analogen Y-Kabel, machen wir das heute digital. Weil die ganze Band ist auf In-Ear, es gibt keine Wedges auf der Bühne. Und so habe ich also zwei Ebenen. Einmal nur für den Monitor, einmal nur für den Frontsound. Das heißt, ich kann im Prinzip den kompletten Monitor-Sound umkrempeln, ohne dass ich irgendwie den Frontsound beeinträchtige. Ansonsten, was tun wir hier? Ich habe mich sehr gefreut, dass es irgendwann mal den Transient Controller, heißt er hier, gegeben hat. Liebe ich für Carlos Bass. Carlos spielt unglaublich dynamischen Bass. Den zu komprimieren macht irgendwie, nimmt das ganze Leben. Seit es den Transient Controller gibt, ist das Geschichte. Finde ich ganz fantastisch. Und ich nutze sehr gerne die Multiband-Kompressoren für Makedas Vocals. Weil die Bandbreite zwischen Ballade und sehr leisen Tönen und Abtempo-Songs, Popmusik, Funky Sounds ist sehr groß und auch da würde ein normaler Kompressor einfach das komplette Signal zerstören. Deswegen, das ist also ein sehr, sehr sensibles Tool. Ansonsten das Übliche, ein bisschen Gesangshall, sehr viel Tap-Delay für Makeda, kann man sehr schön spielen und ein bisschen Raum für Overheads und akustische Gitarre, das war es eigentlich schon.
Also ich habe selbst die GLD, das ist meine eigene. Ich habe auch eine Kuh. Die Kuh ist, glaube also die Kuh ist, ich sehe sie ständig. Es ist ganz, also die ist, glaube ich, ich weiß es nicht, eines der bestverkauften Pulte. Die GLD bietet deutlich mehr Möglichkeiten als die Kuh, aber eben immer noch auf einem sehr schmalen Footprint. Das heißt, die passt auch in eine Location wie diese hier. Das Ding kann 64 Eingänge und ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt, wie viele Ausgänge, auf einem sehr kompakten Maß. Da sind die Mitbewerber dummerweise alle deutlich größer. Was ich vielleicht auch noch erwähnen könnte, Dante Inside, wir schneiden jede Show mit. Komplett, jede Spur, alles einzeln und bei Martin wird das dann gemischt, also bei unserem Gitarristen wird das dann gemischt. Mal sehen, ob es eine kleine EP gibt, wenn wir mit der Tour fertig sind. Zumindest ist das der Plan. Ganz klassisch, Kickdrum immer auf der Eins. Der Flo spielt sehr viel mit Percussions, Cowbells etc. Da ist jede Menge Kurioses dabei. Wir haben auch eine Percussion, eine Djembe tatsächlich dabei für ein Stück. Auch ein bisschen Elektronik. Es gibt ein SPDS, mit dem wir ein paar Sounds abfeuern. Damit ist im Prinzip, inklusive dem Klick, der draufgelegt ist, den wir aber nicht nutzen, die komplette erste linke Hälfte voll. Auf der zweiten Ebene kommen die beiden Bässe. Auch unsere Sängerin spielt zwischendurch mal Bass. Akustische Gitarre, elektrische Gitarre, Nord, das wir auch zum ersten Mal dabei haben. Zwei Gesangsmikrofone und in den größeren Locations haben wir auch tatsächlich noch ein paar Atmo-Mikrofone für die Mitschnitte dabei. Das ist die linke Hälfte. Auf der rechten Hälfte habe ich mir drei Subgruppen gemacht. Drums, Vocals, Bass. Den Transient Controller habe ich auf der Subgruppe. So profitiert auch Makedas Bass davon. Auf den Vocals laufen ein paar Effekte auf und die Drums habe ich eigentlich nur, damit ich schnell im Zugriff habe, bei leiseren Passagen, dass ich also nachschieben kann. Ansonsten ein bisschen Gesangsseil, ein bisschen Digital-Delay. Das war's schon. Und, tata, jetzt wird alles rot. Das ist die zweite komplette Ebene ausschließlich fürs Monitoring. Da nutze ich noch ein bisschen Raumeffekt für Makeda. Damit die ihre Vocals ein bisschen klarer, ein bisschen räumlicher hat. Wir haben das mit Atmosphären, also mit Atmo-Mikrofonen probiert, haben uns aber dagegen entschieden, weil künstlicher Raum ist jeden Abend gleich. Das gibt der Makeda Sicherheit und sie weiß immer, wo sie ist und es fühlt sich jeden Abend gleich an. Würde ich jetzt hier Atmo-Mikrofone aufstellen, würde es heute total anders klingen als morgen. Da ist sie ist da sehr verwöhnt. Das ist auch gut so. Und hier auf der letzten Ebene, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen Gerümpel, alles, was sich noch ansammelt. Da ist eine Pausenmusik dabei, da ist noch eine Matrix dabei für die Summe, die wir nochmal separat mitschneiden. Das war's. Es läuft alles schön parallel. Ich kann also immer runtersteppen, habe immer alles auch auf der gleichen Ebene. Das heißt, ich muss nicht mehr nachdenken. Es ist ein Griff. So. Signalverteilung ist eine ganz einfache. Es läuft ein Cut-Kabel von da nach da. Cut 5 auf der Rolle, doppelt vorhanden. Im schlimmsten Falle könnten wir umstecken. Auf dem Weg waren wir kurz bei DB-Station. Ingenia-System. Habe ich zum ersten Mal dabei, finde ich total gut, weil es wirklich one size fits all. Ich hatte ja schon gesagt, es sind völlig unterschiedliche Locations, es sind völlig unterschiedliche Ansprüche. Wir haben bisher alles ohne Frontfill, ohne Infill, ohne was auch immer erschlagen. Einfach nur geschickt positioniert, eingestellt, die Subs ein bisschen angepasst und es funktioniert. Schön an dem System, es strahlt sehr breit ab, aber sehr kontrolliert. Und der Abschallwinkel ist asymmetrisch, das heißt, wir haben 55 Grad nach unten, aber nur 15 Grad nach oben, was uns in einem niedrigen Raum wie hier tatsächlich mal das Leben rettet, weil wir eben kaum Schallenergie an die Decke strahlen. Das heißt, es gibt kaum Rückkopplungen von der Decke, hält den Sound klar, macht einen fantastischen Ton.
Ja, ich habe es zum ersten Mal dabei und ich nehme es gerne wieder mit. Punkt. Gestern im Museum war es an. Da haben wir es gebraucht. Hier läuft das System im Standgas. Hamburg, in der Hafen City hatten wir, ich glaube, 150 Leute. Das war perfekt. Beim Auftakt-Gig haben wir uns tatsächlich einen Bass gespart. Das war ähnlich klein wie hier, da waren wir mutig. Hat auch sehr gut funktioniert. Und in Köln, im Küchenstudio, da muss man richtig krachen lassen. Das hat Spaß gemacht. Es gibt sehr einfache Möglichkeiten, es gibt sehr einfache Presets, die ich einfach aufrufen kann, den Pegel einstelle und damit fertig bin. Das ist ein ganz einfaches Menü auf der Rückseite. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, tiefer reingehen. Was sehr sympathisch ist, was wir allerdings nicht nutzen, man könnte ja auch mehrere von den Elementen koppeln. Selbst da muss ich nicht mal mehr nachdenken, denn das System erkennt selbstständig, ob ein Top-Teil oder zwei Top-Teile angeschlossen sind. Also einfach indem dadurch, dass ich sie zusammenstecke. Es gibt hier, vielleicht ist es trotzdem eine kleine Einheit, über die sich die Top-Teile dann verständigen und damit auch automatisch den Preset aufrufen, den ich dann brauche. Also eigentlich ist das ein No-Brainer. Wenn ich gerne mehr machen möchte, habe ich die Möglichkeit, aber ich muss nicht. Und da wir ziemlich zügig unterwegs sind, also normaler Tagesablauf ist, um 8 sitzen wir im Auto, um 15 Uhr kommen wir an der Location an, um 17 Uhr Soundcheck, da ist nicht viel Zeit für Systemtuning. Und da freue ich mich dann auch schon mal, wenn ich mich darauf vertrauen kann, dass das Ding Plug-and-Play funktioniert. Wir sind fast ausschließlich mit Audio-Technica unterwegs. Das fängt beim Schlagzeug an mit einem ganz fantastischen AE-3000 als Overhead und ein bisschen Luxus muss sein, auch an der Hi-Hat. Und wir haben das unglaubliche DE2500 in der Kickdrum. Das ist dieses Doppelmembran-Mikrofon mit einer Kondenserkapsel und einer dynamischen Kapsel. Time-aligned in einem Gehäuse und auf zwei Kanälen rausgeführt. Ich liebe dieses Mikrofon. Flo spielt eine sehr kleine Kickdrum. Die braucht ein bisschen Druck, damit die gerade in größeren Locations ein bisschen Saft kriegt. Weil es ist am Ende Funk und Pop, was wir hier machen. Und das muss unten ein bisschen drücken. Ich mag das aber auch, wenn das ein bisschen crisp wird. Und deswegen kann ich mir dann für die Passagen, wo der Sound gefragt ist, schiebe ich mir einfach den Kondenser ein bisschen dazu oder ein bisschen mehr dazu. Fertig. Es macht also sehr flexiblen Sound. Was haben wir noch? An der Djembe ein Pro 37, Kleinmembran, Kondenser. Ist auch ein bisschen luxuriös, finde ich. Ist aber schön, weil sie mit der Kapsel, ich kriege richtig schönen Bumm rüber und ich habe aber auch oben die feinen Töne. Ansonsten, Snare, hatte ich schon gesagt, oben ist das 450er, unten ist auch noch ein Pro 37er. Da hole ich mir noch so ein bisschen Rascheln vom Teppich. Das ist auch in so einer kleinen Location nicht unbedingt nötig, aber in der großen Location ist das natürlich schön, wenn ich dann von unten noch so ein bisschen crispen Teppich kriege. Das war das Schlagzeug. Doch, es gibt noch ein 604 von Sennheiser an der Tom, was so wunderbar einfach ist und immer funktioniert. Und ansonsten gibt es noch zwei 6100er für die Vocals. Diesmal alle verdrahtet. Sonst, wenn wir die Popshow spielen, sind wir auch drahtlos unterwegs. Aber dann hat Makeda auch kein Helikon dabei, mit dem sie sich selber ab und zu mal ein paar Effekte dazu holt. Deswegen sind wir heute verdrahtet oder auf dieser Tour verdrahtet. Bass über DI. Gitarre über einen nagelneuen Verstärker, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt. Ich weiß nur, der Marshall, der kleine, kompakte Marshall, der sonst immer stand, ist bei den ersten Proben kaputt gegangen. Und unten drunter ist der Torpedo, Amp-Simulator, der mir unglaublichen Spaß in so kleinen Locations macht.
weil unsere Bühne ist praktisch komplett still. Es gibt ein bisschen was von Carlos Bass, aber das ist sehr moderat. Er hat auch zugegeben, dass er bei den ersten zwei Shows vergessen hat, den Amp einzuschalten. Flo spielt sehr leise, sieht man auch mit Küchentüchern auf Snare und Tom. Das hält den Pegel auch noch runter. Er macht auch sehr viel mit Besen und so. Also wir sind wirklich leise auf der Bühne.